So, servus liebe Amazon-Freunde, kleines Video zu diesem Smartphone für Kinder von der Firma VTech, das KiddyBuse 3 oder KiddyBoost 3. Was bekommt man hier? Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat das schon mal, das möchte ich Ihnen vorab sagen. Was bekommt man hier? Man bekommt hier ein klobiges, dickes Smartphone für Kinder. Ja. Für Kinder ab 5 bis 6 Jahren geeignet. Kommt hin, ja. Machen wir einfach mal hier weiter auf dem Gerät an sich. Man hat hier die Möglichkeit, Musik abzuspielen. Man hat hier die Möglichkeit, in die Galerie zu gehen. Galerie, warum? Das Gerät hat eine 10-Megapixel-Frontkamera. Ist jetzt kein Highlight, die Kamera, aber für Kinder super geeignet. Jetzt dauert das natürlich einen kleinen Moment, bis es auf ist. Und wenn es einmal auf ist, dann macht es eigentlich, sag mal, brauchbare Bist Bilder. als Gast Ja. angemeldet. Ich bin jetzt als Gast angemeldet, wie das Gerät jetzt auch schon sagte, weil ich das Gerät jetzt nochmal zurückgesetzt habe. Es gibt nämlich alle Möglichkeiten tatsächlich bei der Einrichtung beispielsweise Internet. Ja, das ist, denke ich, das wichtigste Thema von allen auf diesem Gerät, Internet für Kinder. Man hat die Möglichkeit, einen sicheren Internetbrowser einzurichten. Also die Eltern haben dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass mein Kind nur 1, 2, 3, 4 Stunden am Tag im Internet ist und nicht länger. Ja, das kann man am Anfang alles einrichten. Wirklich, das finde ich sehr gut, weil dann haben die Eltern diese, ich sag mal, Elternkontrolle und können, ich sag mal, müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie lange das Kind im Internet rumsitzt. Ja. Aber ich glaube, Internet wird bei Kleinkindern eher uninteressant sein, weil auf diesem Gerät gibt es ganz andere Sachen, die viel interessanter sind, gerade für Kinder. Kunstwerkstatt. Kunstwerkstatt, ja. Da haben dann Kinder die Möglichkeit, mit dem Finger hier ein bisschen rumzumalen. Ja. Tippe auf eines der Werkzeuge, um mit dem Zeichnen zu beginnen. Zack. Das ist ganz cool eigentlich. Sowas. Das ist jetzt die Kunstwerkstatt gewesen. Du bist als Gast Dann haben angemeldet. wir hier die Möglichkeit, Kalender ist hier drin, Lernspiele sind hier drin. Na? Fit für die Schule, Alter 5 bis 6 Jahren. Ja, und andere Spiele hier, ne? Für Kinder, wie gesagt, ist das die perfekte Du bist Option, als Gast angemeldet. statt den Kindern jedes Mal das eigene Gerät in die Hand zu drücken und so zu sagen, hier hast du es. Lieber sowas hier, was wirklich voll und ganz ausreichend tut, ja, für den Anfang. Und ja, wie gesagt, auch die Verarbeitung und das Preis-Leistungs-Verhältnis empfinde ich als sehr gut. Ja. Die Knöpfe lassen sich wunderbar drücken, haben gute Druckpunkte. Ja. Ja. Hier ist der An- und Ausschalter. Als Gast angemeldet. Und ja, von meiner Sicht eine Kaufempfehlung wert, ja. Wie gesagt, hier gibt es halt auch, wie gesagt, diese Option sicher im Internet Sicher im etc. Internet. So einen kleinen Moment warten. Spielzeuge sicher benutzen, wie wir Informationen über dich schützen. Wir stellen Spielzeuge her, mit denen du jede Menge Spaß haben kannst. Manchmal müssen wir deine Eltern nach Informationen über dich fragen. Wir versuchen sicherzustellen, dass deine Informationen sicher aufbewahrt werden. Jetzt stell dir vor, du würdest ein neues Spielzeug bekommen. Was würdest du zuerst tun? Schau, was ich bekommen habe. Ich denke, das lassen wir mal. Im Du bist Endeffekt als Gast wird da nur angemeldet. noch mal gezeigt, dass das Gerät, wie gesagt, das kann sicher eingerichtet werden, ohne dass die Eltern sich schlechte Hintergedanken haben müssen. Man bekommt hier für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ein sehr gutes Gerät. Für Kinder am Anfang optimal. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und gerade, wie gesagt, auch so Lernspiele oder sowas in der Art oder E-Books oder wie gesagt Hörbücher und sowas. Das ist wirklich sehr gut für Kinder geeignet. Und daher gibt es von mir eine Kaufempfehlung.
Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig weiterhelfen und würde sagen, bis dahin.